Kinders, willkommen zurück zu Fallout. Was und? Keith! Come on, Keith, we need to go in the Lexington Apartments! Ich habe erst gestern dann doch die Aufnahmesession beenden müssen. Das ist einfach scheiße mit diesen Bauarbeitern. Ja. Eben sind sie auch noch rumgefahren. Hast du das gesehen, Kevin? Die Wand hat Blut geschissen. What the fuck? Eben, sind sie auch wieder rumgefahren. Ich dachte kurz. Oh fuck, no. It's nobody day. I'm not day. Kevin, warte mal, ich muss da noch dran. Kevin. Ja. Rotes Kleid, what the fuck. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja, schon möglich. Du musst mit dem Chat aufhören. Jetzt fang nicht an durchzugehen. Oh shit. Und schon machen sie da draußen wieder weiter. Männer. Oh, oh, oh. Kann das nicht wirklich machen. Fuck. Jetzt der Aufzug. Da mach ich Schluss. Ja, ich hoffe, das ist für euch jetzt nicht ultra störend. Gott, das regt mich so unglaublich auf. Ich will ja ganz gechillt mit euch einfach so ein bisschen rumpimmeln. Was da? Ein bisschen chillen, ein bisschen rappen, ein bisschen grillen. Und dann kommt sowas halt. Jetzt schmeiße ich aus Wut erstmal diesen Siedler, auch wenn er nichts dafür kann. Die Treppbrunner, stirb. Ah. Jetzt nicht so optimal, aber egal. Wir brauchen direkt Action. Kevin, nicht so eine Action. Kevin, zum Glück hast du das... Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ist er deswegen... Da oben ist eine Granate, das war wahrscheinlich der Ding dafür, der Trigger. Ist er deswegen da gerade eben runtergefallen, weil er nicht da reindappen wollte? Falls ja, ist das natürlich sehr nice von ihm. Richtig, richtig nice. Oh, shit. Ich will doch hier jetzt ultra die Kills machen, Kev. Halt! Oh Gott. Kevin! Fuck, was haben die mit den Leuten gemacht? Die Hände abgeschnitten und hier gesammelt? Okay. Wo? Hören die das eigentlich? Wenn ich die Tür aufmache? Oh shit! Okay, okay, okay. Oha. Voll der große Raum. Shh. Kevin! Also. Was sind die ersten? Wartet. Die Mollys sind auf 8. Okay, gut, gut, gut. Ich weiß nicht, ob ich die einfach abschmeißen soll. Ja, komm, wir sind eh so fett. Dann mache ich die 7, ne? So, Achtung. Ha! Was zum? Oh oh. Was zum? Jawohl, beide weggenudelt. Sehr schön. Kevin, follow me, dude. Follow me, Schlagring. Habe ich eigentlich in letzter Zeit auch sehr viel verpasst. Ihr habt ja am Anfang geschrieben, dass ich viel verpassen würde. Einfach an Gelegenheiten, an Dingen und sowas. Oder bin ich jetzt schon etwas gründlicher geworden? Ich versuche natürlich so gründlich wie möglich. Denn überfälliges Buch nehmen wir mit. Ihr wisst ja, für irgendwas kann man das... Die kann man irgendwo mal abgeben. Geht's hier? Oh, sorry. Gott, ich schlag hier um mich. Hier geht's einfach direkt raus, okay. Gucken wir mal. Ah, Stille. Das ist echt Cancer. Ich habe kurz überlegt, ob ich den PC rüberstelle und mich ins Atelier bzw. Schrägstrich-Büro meiner Freundin setze. Da ist es. Das ist genau am anderen Ende des Hauses. Da wäre das bestimmt kein Problem. Aber da müsste ich ja alles umbauen. Das Ding abmachen, rübertragen, den fetten PC und alles. Das ist mir einfach ein bisschen zu viel. Ich hoffe, ihr hört das einfach nicht, wenn die da draußen rumvorwerken. Ja. Ah, aber ich habe jetzt wieder so richtig, richtig, richtig Bock einfach. Fallout, gemütlich rumdödeln, spielen, den Hund schlagen. Sowas eben. Kevin. Kevin, was haben wir jetzt hier davon? Sei doch mal ehrlich. Was? Oh, wie goldig er gerade gegähnt hat. Kevin, sei mal ganz ehrlich. Was haben wir jetzt bitteschön von dieser Sache gehabt? Wenig bis gar nichts, ne? Guck dir das mal an. Also ich weiß, dass es so richtig krasse Apartments gibt mit sehr, sehr vielen Wohnungen und so. Das ist schon ziemlich nice, aber das war es jetzt leider nicht. Ich gehe mal nach da hinten. Da ist noch eine Ausgrabungsstätte, wie man auf der Map sehen kann. Oh. Hilfe bei der Verteidigung von Sunshine's Tidings Cooperative läuft bei uns, Kevin. Wir können gleich wieder herkommen. Wo ist die Sunshine? Da ist es. Da haben wir schon drei Leute. Gott, da haben wir uns noch gar nicht drum gekümmert. Und ihr sagt nichts. Ihr sagt immer nur los, töte noch irgendwie deinen Hund oder so. Aber nein, wir müssen uns auch mal um die Leute kümmern, die angegriffen werden. Verstehst du? Denn die sind ganz arm dran. Und ich hört euch mal kurz die Arbeiter an.
Das ist echt eine Schweinerei. Also, natürlich können die nichts dafür und das ist wichtig, was sie machen, aber nicht heute! Nicht jetzt. Warum könnt ihr das nicht nachts machen? Da bin ich eigentlich eher nicht so am Aufnehmen. Warum muss das tagsüber sein, Verschissel? So, hallo Leute. Ich habe von einem Angriff gehört. Könnt ihr mir was dazu... Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ja. Wir haben dein Radiosignal gehört und wollten es mal probieren. Es gut, ist nicht perfekt, gut. Klar. Aber mit ein bisschen Arbeit können wir es schaffen. Mhm. Also, gibt es irgendwas, womit ich anfangen soll? Erstmal nicht. Jetzt gerade nicht. Danke. Okay. Okay, wer guckt, okay. Ja, Leute, jetzt ruft ihr hier, der Wolf ist da, Kasperle, und jetzt sehe ich aber hier überhaupt niemanden. Was ist denn mit euch los? Ihr habt ja eure Riesendildos stehen, und das war's. Und du? Ich glaube, wir kennen uns ja, noch nicht. Oh Gott. Wie kann ich helfen? Du kannst vielleicht meine Puppe ausschmatzen. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Na klar. Na klar, kann ich, wie sie gerade gesagt hat, na klar, das kann ich voll und ganz verstehen, na klar, ist logisch. Was haben wir denn hier? Ich habe keine Waffe mehr für dich, sorry. Den Zagschuder kriegst du auf keinen Fall, weil du überhaupt nichts Schönes anhast. Zieh eine Abendrobe an, dann überlege ich mir das nochmal. Und mach den mal weg, das ist ja wirklich widerlich, was du hier treibst. Hier, wie der Grafik einfach in dich rein. Das spricht aber nicht fürs Spiel. Oh, der hat die gerade gefistet, what the fuck? Ja, ja? How can I help ya? So, ich kümmere mich mal um euren Puff hier. Also, beginnen wir mal mit, hier darf jemand drin wohnen. Der Arsch. Das Lagers darf hier wohnen. Der Piso. Wo kann ich am meisten? 75 können wir herstellen. 75 Sleeping Bags. Okay. Also. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich denke, bei den Betten gibt es wirklich gibt's keinen Unterschied, oder? Vom Spaßfaktor her. Und wer campt denn nicht gerne, oder? Gut, ich mache euch die Leiche raus. Also. Oh. Der stackt jetzt in dem. Das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Leute. Der stackt in dem Schlafsack. Ja, verschissel mal, Whistle, ey. Scheiß auf meine Pfeife, ey. Come on, dude, come on. Alter, ich bin wie ein Hund, der so ein Stöckchen durch die Tür durchtragen möchte. Und nicht rafft, wie er es machen soll. Warum kann das nicht jemand übernehmen? Das hat mich schon immer gestört, dass ich die Leichen rumtragen muss. Klar, eigentlich stören sie nicht. Aber irgendwie stören sie die Leute schon. Guck mal, wie die... noch jemanden haben wir jetzt. 4 Leute. Nee, 3. What? Wir haben so viele Leute hier. Es ist so bekannt, diese Siedlung. Wow. Schau doch mal. Da ist eine Frau. Da hinten ist noch ein Mann. Ich lege hier noch was rein. Achso, hier haben wir eigentlich perfekte... Was? Ich bin dabei, Jungs. Fuck, ich stuck. Okay, los geht's. Wir haben hier übrigens Essen. What? Oh my God. Nein. Okay. Ihr wisst schon. Bein abschießen. Erste Handlung. Ja, da ist er. Ja, da ist irgendwas. Er ist. Oh Gott, der ist mutiert! Leute, hinter mir. Please, Leute, please. Macklemore, please! Oh Gott, ist jemand gestorben? Oh fuck, no, please. He's a gold peisher. Alter, er stirbt nicht. Wow! Wir sind fast verreckt. Aber wisst ihr was? Wir haben ja die leckeren gekochten Sachen. Ich hab's nicht vergessen. Oh, geröstetes Smilelock-Fleisch. Oh mein Gott, das ist so fucking amazing. Oh, ich weiß, es scheint gerade so, als wenn wir verkrüppelt werden. Aber das stimmt nicht. Ich glaube nicht an Verkrüppelung. Sowas kann nicht sein. Sowas geht so rein biologisch gesehen ja gar nicht. Hier sind hier noch mehr Leichen. Macht ihr das selbst? Ich muss kurz schlafen gehen. Guck, wie ich am Krippeln bin. Was habe ich für Klumpschuhe an? I've got Klimp C's on. Kann ich hier draußen irgendwie... Erstmal ne... Ja! We got some to Anziehung. Achtung. Oh mein Gott, das ist so gut. Ne, ist das nicht. Scheiße. Hä? Wir sind gar nicht mehr crippled. Sind wir nicht mehr crippled? What the fuck? Hä? Seit wann hält eine Krippelung nicht an? Auf was für einer Schwierigkeit spielen wir? Normal. Ich würde sagen, normal ist nicht schlecht, oder? Also, auf normal ist doch eigentlich nicht... Das ist doch nicht normal, dass die Krippelung einfach weggeht. Ich hätte schwören können, die ist... Naja, ihr müsst euch jetzt ums Essen kümmern. Guck mal, ihr habt null Essen, obwohl ihr so viel Zeug wächst. Du, dahin. Ran an den... Ach so. Ah, die zählen gar nicht. Ja, okay.
Dann pflanzen wir hier Tatos. Hey, guck dir, schaust dir an. Hey, wie ich mit dem Hund rede. Hey, du. Guck dir das mal an. Wie findest du das? Weißt, ich mal ihm ein Bild und sag, guck mal. Findest du das auch so schön oder jetzt eher nicht? Guck mal. Das nenne ich aufräumen. So. Da hätten wir, glaube ich, noch eine Tato Blame. Nee, wie sieht. Obwohl wir Tatos, glaube ich, eh genug haben. Guck mal, das sind sogar. Ach ja, warte, wir können Beete machen. Wait, just wait, we can make a bait. Wir können jemanden schlagen. Wir haben hier 9 Betten. Also, Beete. Ist hier bestimmt aber. Dünger! What the fuck? Okay, wartet. Cool, wir brauchen nur eine Versorgungsroute. Ich habe in Sanctuary habe ich den. In Sanctuary. Ah, da hinten. In Sanctuary habe ich Dünger. Guck mal, ich kann den so richtig rumschleudern. Da! Dogmeat S. Also. Die Leiche lassen wir hier liegen, dass die Leute sehen, wir sind echt hart am. Danke, dass du mir geholfen hast, sie abzuwehren. Was wollten sie, die Ghule? Was wollten sie? Ich glaube, wilde Ghule wollen einfach nur jeden töten, dem sie begegnen. Richtig. Naja, richtig. Wir wissen die Hilfe zu schätzen. Willst du da jetzt sitzen bleiben oder? Lass uns handeln. Schieß los. Das ist irgendwie bescheuert. Aber es macht nichts. Achtung, vielleicht kann ich sie ja. Versorgungsroute! Ich hoffe, dass es funktioniert. Sie sitzt ja dann nur da rum. Ja. Ja. Ja! Achso, Enter. Wer lesen kann, das echt den Vorteil. Machst du deine Versorgungsroute jetzt? Jetzt müssen wir nämlich dieses Ding haben, zu 100%. Ah jo, Dünger 3. Guck mal, sie ist so eine krasse Versorgerin. Schaut euch an, was sie macht. Unnormal. Unnormal krass. Das hier wird unsere Siedlung mit, wo wir so richtig an Agrarwirtschaft glauben. Guck mal. Alter Verwalter. Wir sind sowas von, ich bin der Agrarminister von dem Kaffee. Boom! Agrar! Sag das Wort ein paar Mal. Ach. Warte, wir machen Tiddies. Wo sind sie denn? Tatos! Sah ja gut. Zack. Was bringt diese Sachen? Ich denke, dann wächst es besser und schneller. Komm, wir können 4 nebeneinander machen. Wollen wir ultra ertragreich arbeiten? Guck mal, das geht doch da gar. Ah, warte. Muss ich da was anderes hinmachen? Bin ich gerade bescheuert? Kann nur auf Erde platziert werden. Ach so, die Gartenfelder sind dafür, dass man auch einfach irgendwo. Ich bin so dumm! Dass man auch in einem Haus oder so dann was haben kann. Kann das sein? Leute, verbessert mich, wenn ich da falsch liege. Ist es dafür, dass ich einfach in der Vault zum Beispiel auch eben Pflanzen anpflanzen kann und nicht irgendwie raus muss? Ja, ne? Egal, Ordnung muss sein. Wir haben einen Garten, der wird benutzt. Wir machen den hier direkt voll. Wunderschön. Wunderschön. Diese wilde Tato-Pflanze ist nicht wunderschön. So, jetzt brauchen wir nur noch Schutz. Schutz. Jetzt, wo wir Nudespflanzen haben, brauchen wir Schutz. Es gibt auch Fallen. Nö. Muss jetzt nicht sein, oder? Und wir bauen ja voll den Riesen. Ach, was können wir denn hier an Ding bauen? An Geschütztürmen? 17! Ja, nein. Wir machen hier mal einen hin, so. Okay, geht's Kevin noch zu gut? Was macht denn der? Ich stelle ihn jetzt einfach mal dahin, so. Und schon haben wir hier die perfekte Siedlung. Keiner ist hier mehr. Also keiner muss verängstigt sein. Keiner bekommt Post. Das ist einfach nice dran. Da kann man eh nicht dran sitzen. Da auch nicht. Da sitzt keiner drauf. Hoffe ich doch. Das hier wird der Gemeinschaftsraum. Hier werden Feste gefeiert. Und so ein Scheiß. Nein. Ich guck ganz kurz rein, ob da noch was drin ist, was wir vielleicht gebrauchen können. Alles klar, Militäruniform. Und. Ist das hier nicht. Ah, Dogmeat, das ist für dich. Ich frage mich, ob ich da Hundefutter reinmachen kann. Weiß das jemand, ob ich in den Hundenapf Hundefutter reinmachen kann? Oh yeah, let's cook you. Let's cook you. Dreckiger Ödländer. Was bringt das denn? Ah, da unten, da links. Pff, brauchen wir nicht, oder? Ne, ne.
Gemüsestärke, das ist so einer der Wege, wo man Kleber selbst herstellen kann aus Mai. Ihr seht das ja raus, ne? Ja. Kleber ist einfach so wichtig. Das darf man niemals vergessen. Was ist denn hier? Was ist da drüben? Ah, das ist Vorratslager, okay. Ist hinter uns hier nichts an diesem Pond, an diesem Teich? Warte mal. Ist kein Wegpunkt? Könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ach, ist einfach edel, wie man bei Fallout dann von einem Ort zum anderen praktisch von alleine getragen wird. Du willst was gucken oder siehst was, findest was, rennst rum, da haben wir gefightet. Ob da jetzt wieder Leute gespawnt sind? Ganz kurz gucken. Da vorne steht irgendwas Großes, oder? Ja, da ist irgendwas Großes gelaufen. Alter Verwalter! War das ein Supermutant? Ist das Oh ja, Supermutanten. Diese Submutants. Das haben die Brücke besetzt. Und... Na, halt in den Rücken, das muss ausreichen. Kevin, da kommt einer. Kevin! Ja. Weg von mir. Hier. Oh shit. Das bringt ja enorm viel, so ein Schlag. Kevin, guck mal, da schießt doch einer. Siehst du das nicht? Nein, ich werde dafür nicht bezahlen. Alter, hat der gerade Kevin getreten? Wenn er jemand den Kevin tät, dann bin ich das. Was ist da gerade in die Luft geflogen? Das Auto, okay. Oh shit! Woo! Ja. Oh, Präzisionsschütze, irgendein automatisches Ding. Gucken wir uns gleich mal an. Position Scheiße. Aha, okay. Ein mächtiges Automatikgewehr. Das nehmen wir mal mit. Und selbst wenn wir es nur verkaufen, beziehungsweise an einen Siedler weitergeben. Hier ist jetzt da voll siffig, das war irgendwie keine gute Idee. Na, scheißegal. Ich will da außen rumgehen, gucken, ob da hinten irgendwas ist. Da ist eine Fabrik. Ach so, diese Wicked Shipping. Okay, irgendwie bezweifle ich mittlerweile, dass da... Ach du Scheiße, plus 10. Halt. Ach, ich dachte kurz, hier wäre ein Tunnel oder so. Ich bezweifle, dass da hinten was Cooles ist, aber wir gehen mal hin. Ah, wahrscheinlich spawnt er dann wieder irgendwas. Ein Skorpion oder eine Ratte oder sowas. Die Maulwurfs Rats. Halt, Wasserplants, Blutblatt. Wir sollten noch kurz Redaway nehmen und was naschen. Falls es jetzt gleich richtig hart zur Sache geht. Also ich kann mit Mausrad auch... Auch einfach das Zeug nehmen. Ja, kann ich. Okay. So, und dann nehmen wir hier noch eine Maulwurfsratenhappen. Baby. Hey. Was liegt hier rum? Ich hab den Hund. Die Bauarbeiter schaffen den ganzen Tag. Sie sägen rum und flexen irgendwas weg. Und dann machen sie was Neues drauf. Lalala. Und manchmal kommt der Bagger zum Einsatz, das ist saulaut und dann vibriert's hier. Nee. Das ist der Bauarbeiter-Blues. Ja, das war jetzt mein kleines Liedchen für euch. Der Bauarbeiter-Blues. Just wait a second, Kev. Kev, what do we got here? Kev, what do we got here? Wir haben hier ultra den schönen Schrottabladeplatz. Oder Parkplatz oder so. Wir brauchen Radaway, Radax. Radax. Ich scroll da immer drüber und komm unten an, denk mir, warte mal, war ich da jetzt schon? Ja. Jawohl, wir fahren Kevin Stecker. Kevin! There is a Maulwurf right! Ich hab's im Griff, Kev, ist in Ordnung, beruhig dich. Du kannst wieder runterkommen, chill, dude. Ist hier eigentlich noch viel Welt außenrum? Ja. Rum könnte auch noch. No! Global Elite Aim, Alter! Da war ich halt wieder krass, ne? Da ist es rausgekommen, kurz mein Aim. Oh, das ist immer so diese braune Scheiße, wo die Dings rauskommen, die. Oh. There's a sidle with a notice! Eine Notiz. Kevin, chill. Beschütz mich, ich lese so lang. Wir haben eine Notiz. Schon wieder? Ich scroll ultra drüber. Billy,
Impro-Revolver ist endlich in meinem Besitz. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, das Ding zu verkaufen, ohne dass jemand spitz kriegt, was wir vorhaben. Spitz kriegt. Versteckt habe ich das Ding in Milton General Hospital. Wir treffen uns heute Abend dort. Super, erst achte darauf, dass dir niemand folgt. Ich glaube, John wird langsam misstrauisch. Alles klar, wir haben einen Punkt. Aber das ist nicht die Impro. Impro-Revolver hat sie gesagt, ne? Hab ich doch schon am... Ich wollte gerade auf F drücken, ne? Was passiert? Ah ja, das... Um ihn anzugucken, wie bei CSGO. Hier ist doch irgendwas. Also, das ist auch das Geile an Fallout, dass du... Also, du... Man kann fast zu 100% überall was finden. Also, irgendwas Kleines. Du gehst ein bisschen vom Weg ab und, ja, zu einer Stelle, die besonders aussieht, und schon hast du was gefunden. Eine Leiche oder besondere Gegner, die dann irgendwas Cooles droppen. Und so weiter und so fort. Das ist einfach so nice. Ja, aber ich will jetzt hier nicht durch den Smoke irgendwo hingehen, wo dann vielleicht doch nichts ist. Aber da unten will ich noch mal kurz hin. Das war anstrengend. Die Wildnis zu stapfen. Geil, das ist schon mal cool. Jetzt haben wir hier wieder einen Wegpunkt, und zwar das Hospital. Das Spital, wo ist es? Keine Ahnung. Oh, vielleicht, nein. Da? Der Heidepark. Ich weiß nicht genau. Irgendwo ist hier ein Spital. Und da geht's was Tolles zu holen. Und zwar einen Impro-Revolver. Gut. Das ist hier doch nicht so. Ich dachte, hier wäre irgendwas ultra Besonderes hier am Ende. Aber irgendwie doch nicht. Vielleicht sogar ein Wegpunkt, aber den hätten wir schon längst gesehen. Oh, ho, ho, ho. What do we got here? What do we got here? Flamingos. And a bathtub. Gut, hier ist nur ein Stuhl, auf den wir warten können. Kriegt das jetzt nicht sonderlich viel. Das können wir eigentlich so lassen. Halt. Ist da hinten? Ne. Ich dachte, da unten drunter wäre was. Ich würde sagen, dann porten wir uns hier einfach weg. Wenn hier nichts ist. Ja. Aber erst kriegen wir vielleicht noch einen Reifen da rein. Schwimm, Reifelchen, schwimm. Umweltverschmutzung. Hatte Kevin. Ja. Wir gehen dann mal wieder zurück nach Lexington Apartments und gehen dann in diese Mine, die wir gefunden hatten. Öh, wie episch der aussieht. Aber irgendwie ist die Texture nicht richtig geladen. Da Texture. Das sind die Geißel des Ödlands. So sieht der aus, da, der Bangat. Hallo? Also das wundert mich doch sehr mit diesen Ladezeiten. Da, jetzt ist es geladen. Warum machen sie dann sowas Kompliziertes rein, wenn der PC dann noch arbeiten muss? Extra für den verschissenen Ladebildschirm. Das ist doch voll behindert. Was, Dagmar? Schau mir, Dagmar. Dagmar? Wo gehst du hin, Dagmar? Dagmit! Oh! Aber... Oh, Scheiße! Scheiße! Ich hab zum Glück gerade gespeichert. Dagmit, warum sagst du nicht... Dyson safe, aber auch mean. Nee. Renn bloß nicht rein, Dogmeat. Renn bloß nicht rein. Ich schlag dich. Jetzt sind alle weg. Okay. Das Schloss sieht stabil aus. Meisterschloss. Ich weiß, was wir skillen gleich. Das müssen wir uns merken, Leute. Hier, merkt euch das. Schreibt sich das jemand auf. Kann bitte jemand ein Buch führen. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Also, und zwar... An den Buchführenden, hier bei Lexington Apartments, direkt oben rechts, wir erkennen ja diesen Punkt hier wieder, ist noch, direkt vor der Tür praktisch, ist noch dieser Safe, den wir öffnen müssen, und zwar, schreib's bitte mit auf, ein Meister-Safe, vielen Dank. Wie soll ich dich nennen? Gisela vielleicht? So wie alle gute Sekretärinnen heißen, Gisela! Und wenn du ein Mann bist, Gisel her. Ich gehe mal hoch, hier ist bestimmt noch was. Oh mein Gott, hier war so viel. Gehen wir mal rüber zu der Dings. Warte mal, da vorne ist irgendwas. Questtechnisches. Warte mal. Ach so. Gehen wir da rüber. Eben dachte ich kurz, es wären die Arbeiter, aber das war jetzt die Stadt, die hier gerade Geräusche gemacht hat. Come on, Kevin. Come on, Kevin. We can do this. Cabbage Cap Kids, Kevin. Oh mein Gott, Kevin, das sieht total groß aus hier. Sind da Gegner? Betz erkennt noch Miss Maskies in Sand. There is a torso.
A mob of red. There is a blue flag. And another blue flag. Na, okay. Also wenn ich jetzt... Gott, das ist ja sau weit weg, das Viech. Guck mal, das geht sogar gerade runter. Wir gehen mal runter. Zu diesem Kieswerk. Ich weiß noch, bei Fallout New Vegas war in dem großen Kieswerk die Todeskrallen-Station. Wo alles voll war mit Todeskrallen. Das war krass. Komm schon her, du Wichser! Was? Hä? Ah! Das sind also Raider-Plünderer, Raider. Ob ich so gut bin und eine Granate direkt reingeschmissen bekomme, wie ist die Physik hier? Willst du ein Spielchen mit mir spielen, was? Scheiße. Nee. Ha! Oh, nicht raus! Okay. Ah! What? Kevin! Wow, Kevin! Oh Gott, komme ich hier wieder auf das Ding drauf? Ja. Okay, ich habe jetzt zwar eine Granate verhuddelt für den, aber wir sind ja eh so schwer. Oh shit, Kev, I need your help, Kev. Kurf. Ich raff nicht genau, wo die... Nein. No. Ich geh mal hier hoch. Der hat sogar eine Tür, geil. Ultra verbarrikadiert hier, sehr schön. Hat er schon gut gemacht, der Raider-Blinderer. Eine Waffenwerkbank, eine Batterie. Ein kaputter Computer, ein Kopfschuss. Tja, Melvin's Red, what are you talking about? None, I know, it's just none. Okay, boom. Boom. Bam! Ping! Ich mache meine eigenen Sound Effects. Da ist noch einer. Da ist irgendwo noch eine Red. Achtung! Wow, yeah! Das war total on point, der Effekt gerade eben, ne? Bethesda schreibt mich an und fragt, ob ich das fürs nächste Fallout machen kann. Komm mit, Kiev. Guck mal, das Auto. Das glänzt richtig. Oh my gosh! I can't believe you done this! Guck mal, das Ding irgendwie, das Maulwurfs Redline. Ich gehe auf den Baum, ganz still und stumm. Viele bezeichnen Kevin als ziemlich. Ich gehe mal auf die Waffe drauf, töte sie da vorne. Achtung. Da! Daneben! Hört auf und ab zu fliegen. Kevin! Oh mein Gott! Kevin, willst du nicht mal was machen? Er steht da und chillt. Oh, jetzt habe ich beide weggenommen. Was? Alter, der Kerl hat ein Aim ohne Ende, ne? In diesem Wetzmodus. So, wie viel Percent hätte ich hier getroffen? 71. Was? Verarschst du mich gerade? Naja, okay. Das geht ja wohl gerade noch so in Ordnung, ne? Oh, jetzt legen sie ja wieder los da draußen. Da vorne haben wir noch irgendwas. Da möchte ich gerade Molly zu dem da vorne, zu dem da eine. Oh, da ist auch noch was. Militärfrequenz. Haben wir die gerade verloren oder gewonnen? Ah, hier fällt's wieder auf. Das leicht grüne ist schön irgendwie, oder? Also auch realistisch. Ich will jetzt hier nicht den. Ich will jetzt nicht irgendwie Rehe, also unverstrahlte Rehe rumlaufen haben. Nee. Was ist das denn? Dude, Kev, what is this? Kevin, what the fuck is this, Kevin? Okay. None, Kevin, there's none, indeed. Witz Haushaltselektronik. Da. Wow. Habt ihr das eben gesehen? Da ist eine Atombombe hochgegangen, also so eine Mini-Atombombe höchstwahrscheinlich. Nein. Ein Nuke-Coli und ein Terminal. Sehr schön. Ein Memo. Willkommen bei Link von Europa, blablabla. Ralf, ich wollte dich nur kurz daran erinnern, dass heute Abend die Lieferung reinkommt, über die wir gesprochen haben. Wie gesagt, das Ganze darf nicht in den Büchern auftauchen und es sollte so wenig Arbeiter wie möglich daran beteiligt sein. Die Pakete sind schwer, es wird also ein Gabelstapler nötig sein. Um mehr brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Denk daran, Watts belohnt Mitarbeiter, die gute Teamplayer sind. Alter, what the fuck, dude? Holodisks und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich Roboter-Ersatz-Jumble und irgendein anderer Jumble. Gut. Also, es ist ein schlicht
schlichter Haushaltselektronikladen mit einer verschlossenen Ladeluke. Ich denke, da unten ist dann voll der geile Scheiß. Und hier geht es rein. Ah ja, hier. Sieht aus wie ein Seiteneingang irgendwie. Hat das nicht noch ein Haupt... Oh. Ich habe eben Sicherung gelesen. Habe ich gerade ein Schienbein aufgehoben? Hm. Sehr wichtig, so ein Schienbein, ne? Zum Spielen für den Hund. Ist optimal. Ja, naja, komm. Wir gehen da rein. Wir gehen da rein. Also ihr wisst natürlich, dass wir das dann in der nächsten Folge machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.